Junge, das ist richtig spannend, was jetzt kommt. Das ist halt wie ein Zug, wie auf Schienen ist das. Welcher ist der bessere Sportkombi? Come on! Oh, Alter Schwede! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, herzlich willkommen. Das hier ist der Porsche Taycan GTS Sport Turismo, ein elektrischer Kombi mit 600 PS und jeder Menge Kofferraum. Ja? Ich bin heute mit dem Niki verabredet und ich habe ihm gesagt, Niki, dieses Auto hat quasi keine Konkurrenz. Du kannst kommen mit was du willst. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er dabei hat. Yo! Niki, das ist kein Elektroauto. Ja. Es ist ein Verbrenner, aber es ist ein Sportkombi und rot ist er auch noch. 600 PS, 598, also beide pari pari, was die Leistung anbetrifft. Genau. Aber eben Verbrenner gegen Elektroauto. Genau. Das da ist ein Kombi, ne? Wiss. Und das hier ist ein Sportkombi. Für mich ist der RS6 einfach der ultimative Sportkombi. Gut. Jetzt schau mal da vorne. Hey, da kriegt schon jeder Angst. Schau mal diese Luftöffnungen, Kopfhüllverbreiterung, alles, was dazugehört. So stellen wir ich Sport vor. Ja, mit schön. Sowas. Schön. Groß, breit, schwer. Bam! Lass uns nicht lang rumlabern, Niki. Yeah. Wir machen heute 4 Challenges. Okay. Und die erste ist sofort Ultrasport. Schnelle Runde, damit wir gleich mal, es geht um Sportkombi-Battle. Okay. Damit wir gleich mal eingeordnet haben, wer hat hier den schnelleren. Ja, du hast doch nach der ersten dann schon gar keinen Bock mehr. Ha? Weil der ledert alles ab, was daherkommt, oder? Das möchte ich gerne sehen, Niki. Ja, das wirst du auch sehen. Du nimmst den Mund schon ganz schön voll direkt am Anfang. Ja, der Mund, was? Der los, doch, jetzt einsteigen! Schau mal diesen Mund an! Los! Herrschaft! Glaube ich, spinne! Wenn der nicht kann, dann weiß ich auch nicht. Ich sitze heute hier im Audi RS6 Avant. 600 PS, 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Und das Ganze kostet in der Basis 127.000 Euro. Ich sitze heute im Porsche Taycan GTS Sport Turismo, brandneues Auto, 598 PS, 0 auf 100 in 3,7 Sekunden und der Grundpreis liegt bei 132.000 Euro. Und jetzt werden wir herausfinden, welcher ist der bessere Sportkombi, der Audi RS6 oder der Taycan GTS Sport Turismo. Ein herzliches Willkommen hier auf der Strecke, Niki. Ja. Du hast gerade den Mund schon vollgenommen, deswegen legst du jetzt vor bei der schnellen Runde, mit der wir diesmal anfangen. Wir fahren diesmal die schnelle Runde einmal in diese Richtung genau. Und einmal entgegengesetzt. Genau. Und deshalb, du fängst an. Fang ich an, weil dann kommst nämlich du in diese Richtung und ja. Dann gleich im Anschluss fahren wir sofort, ganz sofort in die andere Richtung. In die andere Richtung. Weil du sehen willst, dass vielleicht die Batterie irgendwie ein bisschen schlapp macht. Ja, das kann ja sein. Die beiden Zeiten, die dabei entstehen, werden zusammengezählt genau. Und der am Ende die schnellste Rundenzeit hat, addiert beide Richtungen zusammen, der hat gewonnen und kriegt den Punkt. Genau. Grundsätzlich ist die Frage schon mal super spannend, Benziner oder Elektro. Weil es ist eine Übergangszeit, wo wir entscheiden müssen, kaufe ich jetzt einen Benziner oder kann ich schon ein Elektroauto kaufen. Deswegen machen wir diesen Test. Und in dieser Klasse, 600 PS Sportkombis, da ist die Referenz einfach der Audi R6. Der Handlingkurs im österreichischen Saalfelden ist anspruchsvoll. Hier müssen Matthias und Niki in ihren allradgetriebenen Sportkombis je eine Runde im und eine Runde gegen den Uhrzeigersinn fahren, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. In Summe sind das 2,4 Kilometer. Okay, schnelle Runde. Jawohl. Du bist soweit. Warte. Hammer. Yes. Launch Control. Da ist doch schon am Anfang, geht uns Herz auf, oder? Also das war schon mit leichtem Leadspin, ne? Oh, jetzt kommen die 600 PS. Die schieben aber schon ordentlich an. Oh, Alter Schwede. Ah, da hat er schön gewartet, das Untersteuern unterdrückt
Jetzt heißt es längeres Untersteuer. Alter, das ist so krank hier, wie dieser Gurt anzieht. Come on, Babys, auf geht's. Jetzt sind wir gleich rum, statt sie gerade. Und was sagt die Zeit? Jetzt bremsen, bitte. Eieieiei. 45, 1, 2, 3. Ich bin sehr, sehr gespannt, Junge. Das ist richtig spannend, was jetzt kommt. Okay, dann fahre ich hier auf die Seite und du haust dein Los. Taycan GTS, coming in hot. Puh. Junge, 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 den hast du rumgelassen. Ja, ich weiß ja jetzt, wenn du kommst, dass es nicht anders sein wird. Ja, also, ich muss ja da rein. Ja, du musst auf die Beifahrerseite. Vorteile, Nachteile, Taycan, Elektroauto. Also erstmal ist das Gewicht, ne? Das Auto ist 200 Kilo schwerer mit 2385 Kilo als der Audi. Und das könnte natürlich schon ein Problem werden. Batterie alleine wiegt 650 Kilo. Wir haben 598 PS hier in diesem Auto drin. Die 598 habe ich allerdings nur beim Launch Control Start. Und danach sind es 517 PS. Allerdings ist dieser Kurs relativ klein, wendig, wieselig. Vor allen Dingen der Spitzkehre wird es sehr wahrscheinlich von Vorteil sein, dass die Elektromotoren halt sofort ansprechen. Die haben sofort volles Drehmoment, volle Leistung. Und deswegen rechne ich mir schon gute Chancen aus, weil dieses Bam, 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 was dieses sofortige Reagieren von einem Elektroauto, das wird hier schon zum Tragen kommen. Start. Linker Fuß auf die Bremse. Und jetzt gibt es eine 598 PS Launch Control. Launch Control aktiviert. Perfekt. Oh, das ist halt wie ein Zug, wie auf Schienen ist es. Das ist sehr zügig. Sehr, sehr schön, Herr Molmedi, sehr, sehr schön. Yes! Yes! Fetter Powerslide noch aus! Das war jetzt aber nicht schlecht. Junge! Nein! 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 44,3 zu 3. 0,8 Sekunden schneller. Das ist schon krass. Das ist eine amtliche Hausnummer, was das Ding schneller ist. Jetzt geht es mit dem Taycan direkt in die Gegenrunde. Dabei klärt sich, überhitzt der Akku, knickt er ein, bekommt Niki mit seinem Benziner doch noch eine Chance? Oder drückt der Porsche weiter seine volle Elektropower? Das Startprozedere, ich bin soweit. Also den Launch, da merkt man schon mal nicht, dass die Batterie irgendwie weggeht. Nee. Sehr schön präzise. Und ein leichtes Slide nach außen. Ja, das ist doch schon sehr schön. Boah, ja, wie geil! Also das macht er schon wirklich gut, ne? Super gut. Come on! 45,230. Der ist langsamer als die andere Richtung. Genau. Okay. Hier pustet es richtig raus, ne? Guck dir das mal an. Ja, aber er pustet nur immer Guck jetzt. Guck dir das mal an, wie das hier pustet, Alter. Ja, aber er pustet halt nur jetzt. Das ist das Komische. Ja, er muss sich jetzt kühlen. Ja, weil er jetzt im Stand ist. Und während der Fahrt kommt anscheinend so viel Luft dazu, dass es nicht so eklatant ist. Genau. Also für mich war jetzt persönlich nichts zum Fühlen, dass er irgendwie langsamer worden ist. Für mich auch nicht, außer der Rundenzeit. Ja. Die war nämlich eklatant langsamer als die Runde in dem Uhrzeigersinn. Ja. Matthias hat gegen den Uhrzeigersinn 0,9 Sekunden länger gebraucht. Das bedeutet, die Strecke ist langsamer. Vielleicht kommt es dem Audi ein bisschen besser entgegen. Könnte sein. Aber die 0,8 aufholen vom ersten Mal, das wird natürlich schwieriger. Also wir waren jetzt langsamer als in der anderen Richtung. Die große Frage ist, hat der Taycan jetzt so einen kleinen Einbruch gehabt? Oder ist es einfach nur das Streckenlayout, das andersrum einfach nicht so schnell befahrbar ist? Das wird der Niki jetzt rausfahren. Okay, du bist soweit. Yes. Launch Control natürlich schon mal immer. Boah, die ist gefühlt heftiger als beim Porsche. Ja, finde ich auch.
Wird über den Körper drüber geräubert? Da ist er wieder. Alter Verwalter, hast du das rausgezimmert, das Ding? Also ich muss ganz ehrlich sagen... Du bist doch vollkommen geisteskrank, Alter. Konnte der Audi die Zeit des Elektro-Porsche in der letzten Runde doch noch unterbieten? 45,230 war die Zeit, die der Porsche Taycan GTS aufs Parkett gezaubert hat. Genau. Und das war's, der RS6 in einer Fabelrunde. In einer nicht mit Maximum Attack. Diese Runde geht nicht schneller und diese Runde geht auch nicht mehr gefährlicher bzw. risikoreicher. Absolut geile Nummer. Ich liebe und hasse dich dafür zugleich. Trotz allem. 45,230. Genau. Und es wäre froh gewesen, wenn ich auch eine 45 hätte. Aber ich habe nicht einmal das geschafft. Es ist eine 46,1. Schieß mich tot. Das andere Gebrösel brauchen wir gar nicht wissen. Es ist 0,9 wieder auf den Deckel gezogen. Man muss es schon sagen, auf einer Strecke von 1,2 Kilometern, fast eine Sekunde, egal in welche Richtung, ist eine Bum-Bum-Packung. Ganz genau. Der Porsche ist ja quasi direkt hintereinander seine beiden Runden gefahren, aber die Zeiten beide Male schneller und er ist nicht eingeknickt. Also das ist Fakt jetzt. Also Niki, eindeutiger kann dieser Punkt nicht an den Taycan GTS gehen und damit steht es 1:0 für diese Paarung hier. Der Vorsprung des e-Porsche beträgt in Summe 1,7 Sekunden. Damit geht der erste Punkt an Matthias im Taycan GTS. Ich habe da so eine Challenge, wo ich glaube, da könnte ich Punkte machen. Es geht um Beladung, was wir hier so alles reinbringen und sowas. Ja. Okay. Das wäre doch mal was. Kein Ding. Er ist doch ein bisschen nieder. Er ist ein bisschen nieder, würde ich sagen. Das macht gar nichts. Alles klar, Abfahrt. In Audi RS6, wenn man von vorne einfach schon mal was anschaut, Lufteinlässe en masse. Da ist halt auch ein Achtzylinder drin, der wo jede Menge frische Luft braucht. Das sieht man schon von vorne, da kommt einfach ein Kracher. Dann die ausgestellten Kupferflügel, die Räder sind weiter heraus. Der RS6 Avant ist für mich einfach der absolute Inbegriff von Sportkombis. Taycan GTS Sporttourismo, sensationelles Auto, finde ich mega, weil dieser breite Hintern hier, das ist einfach ein absolutes Gedicht. Dann ist das trotzdem ein Sportwagen, ist mehr ein Shooting Brake als ein echter Kombi. Und wenn du das die von der Seite so hinten anguckst, das ist einfach, ich finde es absolut perfekt, weil ich eben Kombis liebe. Es gibt Leute, die sagen, ey, hör mir auf mit Kombi, ich will auf jeden Fall eine Limousine. Aber am Beispiel des RS6 Avant sieht man auch, dass das Thema Kombi in der Klasse einfach geliebt wird, weil das Auto gibt es nicht mehr als Limousine. Fertig aus. Audi hat gesagt, nee, wir bauen ihn jetzt nur noch als Avant, weil eben dieser Avant so geil aussieht und so viel Mehrwert hat gegenüber einer Limousine. In der folgenden Disziplin soll genau dieser Mehrwert auf die Probe gestellt werden. Holt Niki nun den Punkt und kann damit ausgleichen im Duell der Sport-Kombi-Konzepte? So, Matthias. Ja. Bei der nächsten Challenge geht's darum, wer hat den größeren Kofferraum? Gut. Ja? Wir sind ja beim Kofferhandel in Kolbermoor. Und wir haben ja die verschiedensten Gepäckstücke. Die werden wir da hinten in unsere Kofferräume reinschlichten. So Koffer-Tetris. Hier rein. Alle Koffer müssen rein. Alle gehen irgendwie rein, aber in welchen was? Das müssen wir natürlich ausprobieren. Okay. Und dann ist das Wichtige, die Heckklappe fährt elektrisch runter, ohne groß drücken. Okay. Und dann machen wir wieder auf. Auf den Koffern steht nämlich hier das Liter Volumen drauf und dann zählen wir zusammen, wer mehr reingebracht hat. Okay. Okay. Der mehr Liter drin hat, hat gewonnen. Bekommt den Punkt. Ja? Okay. So, jetzt so grün? Also machen wir zusammen. Ja, würde ich sagen, mal zusammen. Zusammen, doch, aber auch jeder für sich so ein bisschen. Jetzt lassen wir erst mal reinschauen. Der ist sehr, sehr groß. Und guck mal, wie weit der nach hinten geht. Ja, das ist aber, also sagen wir mal so, das ist schon wirklich groß, aber bei dem hätte es man nicht gedacht. Auf dem Papier verfügt der Porsche über einen Stauraum von 530 Liter. Der Audi soll 565 bereitstellen. So die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Ich bin mir wirklich gespannt, ob die alle jetzt da drin Platz haben. Denn so ein Koffer ist ja
ein bisschen unförmig. Also du kannst nicht alles ausfüllen und dass die dann alle so wie Tetris aufeinander passen, also das wird eine schwierige Nummer. Ich hoffe, dass ich diesen Vorteil von 35 Litern mehr wirklich nutzen kann. Das glaubst du aber auch nur du immer. Ich muss es. Ja, das kannst du vergessen. Ich werde Tetris spielen vom Allerfeinsten und dann ist am Ende Pari Pari. Also. Lieblingsfarbe Grün ist von dir, dann nehme ich den mal. Es ist noch so ein Grüner da. Ja, ich fange jetzt mal mit dem Grünen an. Wir müssen ja erst mal gucken, passt der? Die Großen sehe ich eher bei dir. Glaubst du, es ist besser, wenn wir parallel arbeiten, oder? Ja gut, man muss ja erst ausprobieren, dass man sehen, wo denn was hingeht. Der hier geht da schön an die Seite rein. Guck mal, der ist wie dafür gemacht. Warte, warte. Ja, der geht ja hinten und vorne jetzt. Was geht der nicht? Jetzt pass auf, jetzt habe ich vorne auch noch ein Fach. Okay. Machen wir einmal vorne auf. So, und da ist nämlich noch mal Platz. Niki, gib mal den silbernen. Was heißt der geben? Nehmen? Ja, ich nehme mir den. Hier. Board-Trolley, der dürfte da easy reinpassen. Guck mal hier. Oh, hier ist schick. Also, den haben wir da drin. Wunderbar. Niki, wie schaut's? Deine Abdeckung, die geht nicht zu. Die Abdeckung? Deine Abdeckung geht nicht zu. Die Abdeckung hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Wieso geht das? Warte mal. Lass doch mal so. Nein, geht sie auch nicht zu. Mal wieder zu hoch. So geht sie auch nicht zu. Bei der Koffernummer müssen wir zusammenarbeiten. Shell und ich normalerweise immer härteste Gegner bis aufs Letzte. Aber zusammen geht's halt auch gut, weil dann unser beider Stärken quasi zusammengebracht werden. Und dann können wir Aufgaben lösen, die normalerweise nur Supercomputer lösen können. Ja, dann den hinlegen und den hier oben drauf. Ja, schön mittig, dann kann er sich so ein bisschen vertüdeln. Dann könnte das Ding da vielleicht drüber tüdeln hier. Und wir, perfekt. Läuft. Jetzt pass auf, jetzt fährt der da noch zu. Oh, okay. Du hast ein bisschen was verschenkt. Ich habe auch ein bisschen was verschenkt. Ja, da hätten wir noch. Ja, hier ist noch Platz. Ja, da geht so ein Rucksack rein. Ja, genau. Da auch noch so. Hier kann sie die Schuhe überall hin tun. Yogamatte. Ne? Ganz genau. Alles, was wir jetzt haben. Haben wir es doch. Okay. Dann laden wir aus und zählen zusammen. Das sind 39 Liter. 102. Ui. Dann haben wir hier 78. 78, nochmal. Den gleichen nochmal. Ja. Und dann haben wir noch mein Beauty Case. Der Farbe nach könnte es deiner sein. 39. Plus 39 gleich 336 Liter. 336. Genau. Kofferraumvolumen vom Porsche beläuft sich auf 446 Liter hinten und 84 Liter vorne, macht zusammen 530 Liter. 530 Liter, ne, das braucht ja auch Platz und Raum und die Rollen und so weiter. Deswegen, die Ecken, alles genau, das ist ja innen. Ganz ausgenutzt haben wir es auch nicht, aber ganz ehrlich, wenn du das Gepäck siehst und das Auto, wenn der Kofferraum zu ist, hast du da nicht einmal reingeguckt, denkst du nicht, dass das da reinpasst. Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Jetzt kommen wir zu deinem 67. Steht da. Mit meiner neuen Brille kann ich das lesen. Okay, jetzt geht gleich weiter. 102. 102. 69. Plus 69. Und jetzt kommt der größte. Jetzt muss das Riesenfass, das muss mich jetzt nach vorne bringen. Ja. 105. 105. Sind zusammen 343 Liter. Alter, geht's noch? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Aber da siehst du es mal, ne? Der ist eigentlich größer. Ja. Also meiner 530 Liter und deiner 565 60. Liter. Ist ein Tacken größer, aber er kann es halt nicht umsetzen quasi, ne? Ja. Trotzdem konnte der Audi etwas mehr bunkern. Damit steht es beim Sportkombi-Battle Benziner gegen Elektro 1:1. Niki, ich würde mal sagen, du räumst ja die Koffer weg. Genau. Ich fahre an die Ladesäule, denn wir brauchen jetzt jedes Grämmchen an Energie. Genau, das wird bei dir ein bisschen länger dauern, weil ich brauche nur kurz auffüllen. Ja. Weil dann machen wir es in der anderen Richtung, dann werden sie leer geknallt. Dann geben wir alles, dass die Furz leer werden. Und so schnell wie es geht, so schaut es aus. Ja, la go. Auf geht's. Vollgetankt und vollgeladen geht es für Matthias und Niki am nächsten Morgen in Richtung Autobahn. So, mein lieber Niki, jetzt heißt es leerknallen im Zeitraffer.
Genau. Wir gucken, wie weit kann man damit fahren, wenn man richtig Knete gibt. Was macht er? Wie weit? Also, er fährt bis zu 490 Kilometer weit. Mhm. Ausstattungsbedingt schafft dieses Auto ist nur 449 Kilometer. Und du? Das ist ja gar nichts. 646 beim Benziner, das ist aller Ehren wert, würde ich sagen. Das will ich sehen, dass du mit dem so weit fährst. Ich werde es ja schaffen. Und deswegen müssen wir es ja so machen, wir wechseln. Wir tauschen. Ich fahr mit. Ja, genau. Weil sonst werden wir da bloß so Halbgas. Yes. Ja. Ja, oder? Jeder fährt das Auto vom anderen leer. Genau, sonst macht es keinen Sinn. Wir haben ja ein wunderbares Stück Autobahn, A9. Genau. Schön frei, zumindest zu großen Teilen. Da können wir alles rauslassen. Maximaler Speed, glaube ich, beide 250. Genau. Der hier ist fast komplett vollgeladen. Genau, diese Anrollmeter. Und das Gleiche ist hier auch. Er war vollgetankt. Es gewinnt derjenige, der, wenn die Tankanzeige 0 Kilometer anzeigt, also Restreichweite 0 Kilometer, derjenige, der dann die meisten Kilometer gefahren hat. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil ganz ehrlich, der hier wird niemals 646 Kilometer schaffen, wenn ich am Steuer sitze. Und der wird aber hundertprozentig auch keine, der schafft nicht einmal 400, nicht einmal 300. Warten wir es ab, Nick. Ja? Genau deswegen probieren wir es aus. Alles klar. Ready? Also, dann tauschen wir. Ja. Viel Spaß. Ja, das wünsche ich dir langsam, auch. Fahr langsam. Ja. Fahr langsam. In beiden Autos werden die Tageskilometer genullt. Das große Leerknallen im Zeitraffer kann starten. Jetzt schalten wir erstmal auf S. Ne? Wir wollen ja Vollgas fahren. Da fahren wir nämlich einen Gang niedriger. Das heißt, wir verbrauchen mehr. Das ist wirklich alleine schon beim Losfahren. Merkst du einfach von der Lenkung und allem, du fahrst in einem Porsche. Und dann der Antritt. Bam! Reichweite 284. 289 war sie. 5 Kilometer aber runter, sind ein bisschen weniger, aber jetzt können wir dann frei laufen lassen, das Ding. Dieses Thema, Leerknallen im Zeitraffer, das ist natürlich schön, da kannst du dir den Sonntag nicht vorstellen. Ne? Dir stellt jemanden erst 6 hin und sagt, hör mal, fahr den leer, und zwar so schnell, wie es geht. Sensationell. Okay, leider Gottes schon wieder sehr, sehr viel Verkehr. Aber es wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich der Verbrauch hier entwickelt. Wir haben jetzt aktuell 36 Liter hier auf der Uhr stehen. Und jetzt muss ich durchbeschleunigen. Ui. Ja. Das geht wunderbar. Jetzt schon 200 drauf. Also der Niki wird auch alles geben. Ne? Der wird überhaupt gar keine Gnade kennen. Der Klimaanlage machen wir natürlich auf so kalt wie möglich, weil es muss ja hier auch elektrisch mit betrieben werden. Leider sehe ich keine Sitzkühlung. Nur Heizung. Ja, so kalt ist dann auch noch nicht, dass man die Sitzheizung, obwohl es auch noch mal Strom wäre. Zumindest auf der Beifahrerseite kann man es ja anmachen. Ja, inzwischen haben wir jetzt ein bisschen mehr freie Bahn. Man kann zwei, dreimal schon richtig durchladen, aber ja, so richtig vorwärts geht es hier noch nicht. Aber egal wie es ist, bei Matthias ist das Gleiche. Was der Matthias natürlich machen könnte, der kann praktisch manuell runterschalten und das Ganze im vierten Gang fahren oder was. Dann hat er natürlich wesentlich höheren Spritverbrauch. Ah, dritter Gang geht auch bei 120. Ah, das muss vielleicht nicht sein, ne? Da ruft er doch schon mal an, das ist ja sehr schön. Schelle? Servus, Niki, ich bin's. Ja, servus, wie läuft's? Schlecht, weil es ist die ganze Zeit 120 und viel zu viel Verkehr. Oh, aber du hast einen schönen Sound. Ja, ganz einen tollen Sound gerade. Hörst du den? Ja. Das hört sich besser an als wie hier. Hier ist es ein bisschen so elektronisch und so. Das macht aber Spaß, oder? Es ist natürlich so, die ersten Meter, du fahrst mit dem Auto, dann merkst du von der Lenkung her und allem, es ist ein Porsche. Du fährst auf die Autobahn drauf, du lenkst in der Kurve ein. Es ist ein Porsche. Er macht es wirklich sehr, sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, glaube ich dir. Ja, du kennst das Auto, aber du kennst nicht auch den RS6. Der macht es schon auch toll, oder? Ja, also ich meine, der Motor ist geil. Das Ding ist komfortabel, sehr, sehr entspannt. Und trotzdem bist du quasi immer der Schnellste auf der Autobahn. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr gediegenes Reiseauto, mit dem man aber, glaube ich, relativ häufig zur Tankstelle muss. Jetzt warte erst mal ein bisschen ab. Niki, mit welcher Reichweite bist du losgefahren? Meine Reichweite? Die war 289. Also unter 300 bist du schon losgefahren? Genau. Hat er berechnet mit Klima und so weiter und so fort wahrscheinlich, ne? Ja. Und er wusste halt, dass ich davor gefahren bin. Genau. Jetzt sind wir 80 Kilometer gefahren, ungefähr.
Genau, 680 Kilometer habe ich jetzt hinter mir und ich habe eine Reichweite von 172 Kilometer. Ah, geht aber, ne? Ja, ich bin wirklich sehr überrascht. Es ist halt die Geschwindigkeit, glaube ich. Das ist für die Elektroautos wirklich sehr gut. So, wenn man so mit 120 oder so dahin cruist, das ist eigentlich das, wo sie eher zu Hause sind. Du musst mal auf Sport Plus schalten und nimm mal bitte die Fußmatte unterm Gaspedal weg. Ich bin geistig immer auf Sport Plus, also da brauchen wir jetzt mal gar nicht reden. Wie schaut es bei dir aus? Also ich bin gestartet mit, ich glaube, so 540 Kilometern Reichweite. Und jetzt habe ich noch 360 Kilometer. 360? Ja, so ein viel krasserer Einbruch als bei dir. Ja. Okay, also Niki, dann fahr mal nicht so schnell. Genau, für dich tue ich doch alles. Bis später. Bis nachher. Da vorne ist die Autobahn frei und dann machen wir natürlich Feuer. 3, 2, 1, Feuer. Bam. Bei 150 da geht auch noch was. Hey, 850 Newtonmeter, da muss ja auch was vorwärts gehen. 200, 210, 220. Hey, 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 da geht was. Und die 250, jawollo. Na, jetzt geht's doch mal ein bisschen. Ha? Wunderbar. Ah. Voll drauf. 2,55 und da kommt der Begrenzer. So schnell geht das und so entspannt geht das auch, ne? Das ist krass. Alter Schwede. Merkst du fast gar nicht, dass der 250 fährt. Der Verkehr lichtet sich. Matthias und Niki quetschen auf der A9 das Auto des jeweils anderen aus. In welchem Sportkombi lässt sich bei maximalem Fahrspaß mehr Strecke machen? Dem klassisch benzinbetriebenen Audi RS6 Avant oder dem vollelektrischen Porsche Taycan GTS Sport Turismo? Zwischenstand nach gut anderthalb Stunden. Okay, bitte Reichweite beachten. 44 Kilometer. Jetzt geht's schon los. Ah, Kollege Taycan, auch ein Sport Turismo aus Norwegen. Alter Schwede, daran sieht man, es geht. Der Kollege ist aus Norwegen bis hierher gefahren. Guck mal, wie schön das Auto aussieht. Aus Norwegen bis fast nach München. Er wird wahrscheinlich weiterrollen bis nach Italien, schätze ich mal. Bis nach Bella Italia wird es Niki im Taycan mit dem aktuellen Akkustand nicht mehr schaffen. 16 Kilometer haben wir noch Reichweite. Es wurde mir soeben angezeigt, bitte Batterie sofort laden. Ja, jetzt sind wir leider an der Abfahrt vorbei. Das wird ein bisschen schwierig. Die Restreichweitenanzeige ist ja bei einem Benziner, auch beim Diesel, immer so getimt, dass du, wenn da Null steht, dann kannst du immer noch weiterfahren. Bei Elektroautos ist das ein bisschen was anderes. Wenn da Null steht, dann ist da Null drin. Da vorne ist eine Raststätte. Ich muss echt noch ein bisschen haushalten, dass man da noch ranrollt. Aber im Ranrollen springt die Restreichweite auf Null. Geht Niki auf den letzten Metern vor der Ladesäule doch noch komplett der Saft aus? Alter Verwalter, 0 Kilometer. Null. Null. Null ist gar nichts. Ohne Schmanden, dann halten die Leute da noch an, da geht da wirklich der Zapfen. Wir sind hier, ich kann noch laden, ich bin sehr zufrieden, wir haben das Ganze geschafft, weil wirklich auf der Autobahn, puh, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Niki schafft es mit dem Elektro-Porsche gerade noch so an die Ladesäule. Und wie sieht es bei Matthias im Benziner aus? 0 Kilometer, bitte unverzüglich tanken. Okay, hab ich verstanden. Matthias tankt den Audi wieder voll und macht sich auf den Weg zu Niki und dem Taycan. Jetzt zeigt sich, welcher Sportkombi weitergekommen ist, Benziner oder Elektro. Ne? Na? Ne? Ich stelle mich mal ganz kurz hier auf den Elektroladeplatz. Genau. Alle bleiben cool. Genau. Ja? So, und ist er schon wieder voll? Ja, es geht schneller als erwartet. Ich bin sehr skeptisch in sowas. Wir haben jetzt hier schon 89. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich überrascht es ja selber. Du weißt ja, ich bin ja auch nicht so der Fan und so. Und das, was hier so passiert und vor allem innerhalb kürzester Zeit. So, Niki, aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Meiner ist auch wieder vollgetankt. Es ging darum, wer fährt
weniger Kilometer, beziehungsweise wer fährt mehr Kilometer, bis die Tankanzeige 0 Kilometer Restreichweite ansagt. Hast du denn 0? Hast du das getraut? Ich hab 0. Und zwar wirklich 0. Ja, ich auch. Und zwar wirklich 0. Ja, bei mir auch. Und wie viele Kilometer waren es? Bei mir waren es 195. Wow! Wow! Das ist nicht schlecht. Ja. Weil wenn du meine Zahl hörst, denkst du dir, ach du Schande. Was? Ich bin 240 Kilometer weit gekommen. Und es war die ganze Zeit 130, 80, Baustelle, dies, das, Ananas. Unfassbar. Puh, das ist also schon eine Überraschung. Aber der Punkt geht an den Audi, weil er mehr Kilometer geschafft hat. Ja, aber das ist krass. Aber knapp. Bei der verbrauchsintensiven Reichweiten-Challenge überholt der Audi den Porsche. Damit steht es 2:1 für den Benziner. Wir müssen aber jetzt natürlich, wenn wir auch schon hier stehen, ja, sehen, wie viel Strom haben wir hier reingetankt. Ja. Und dann rechnen wir das Ganze nämlich mal um. Ich glaube, er hier ist auf jeden Fall teurer, was die Energie anbetrifft, ja, als der hier. Ja. Wer nun weniger Geld für den gefahrenen Kilometer ausgegeben hat, gewinnt diese letzte Sportkombi-Challenge zwischen Benziner und Elektro. Meiner hat jetzt 100%. Das ist voll. Das ist meiner voll. Ist auch wieder voll. Genau, was hast wir du haben ein bisschen was ausgerechnet. Ja. Also, ich habe auf den 240 Kilometern 71 Liter verbraucht. Mhm. Das ist sehr, sehr ordentlich, sage ich immer genau. So. Ne? Der Liter kostet 2,06 Euro. Geteilt durch 240 Kilometer bedeutet, dass wir für den Kilometer 61 Cent bezahlt haben. Ich habe geladen 86 Kilowattstunden. Ja. Der Preis ist im Mittel 65 Cent? Ja. Okay, und jetzt kommt's. Ich habe ein paar Kilometer weniger. Ja. Eben nur 195. Ja, ja. Ja? Ja. Und wenn ich das umrenne, komme ich 29 Cent auf den Kilometer. Genau, das ist die Hälfte. Ja. Das hat die Hälfte gekostet, diese Kilometer zu fahren. Ja. Wenn du es runterrechnest, bezahlst du auf den Kilometer 60 Cent im R6. Das ist halt einfach heftig teuer geworden mittlerweile. Viel verbraucht haben die früher auch. Aber jetzt ist noch dazu gekommen, dass es halt mega teuer geworden ist, der Sprit. Und dann muss man sagen, hat das Elektroauto einen extremen Vorteil, weil du einfach die Hälfte an Energie bezahlst. Der Ausgleich für den Elektro-Porsche. Dank der geringeren Energiekosten steht es 2:2. So, Niki, das war der Sportkombi-Battle. Ja. Wir haben den Besten gesucht und ich glaube, wir haben zwei davon gefunden. Hey, was ist mit dir los? Das ist komplett meine Meinung. Allerdings sportlicher ist der Kollege hier. Eine absolute Überraschung war das auf der Rennstrecke. Es ist eine Performance, ein Wahnsinn. Aber so im Ganzen, das macht er schon noch immer gut, unser RS6. Es ist unentschieden, basta così, Elektro oder Benziner, ist vollkommen egal. Genau. Pari, pari, Hammers. Genau, das ich ist für fair. Jeden. Genau, ich bin auch komplett deiner Meinung und ich fahr gleich wieder weiter. Zur Tankstelle. Ja, und du aber erst recht, bei dir dauert es länger, bei mir nämlich nicht. Schönen Sonntag noch. Wie ich sehe, hat dir das Video gefallen. Ich finde es mega, deswegen lass einfach ein Like da, bleib auf dem Kanal und abonniere uns. Wenn du Lust hast auf ein weiteres Video, dann klick hier.